Ja, Leute, wieder Just Eddie am Start mit einem kleinen Tutorial. Und zwar, liebe Leute, geht es heute um Genies Lamperinsky. Ja, Freunde, ich zeige es euch hier. Einfach mal ganz kurz. Du musst, wie auch immer, ab Level 71 hier zum Daily Quest Manager gehen, ja? Den gibt es hier zum Beispiel in Hotan. Ganz easy, da gehst du hin. Talk to the person. Und dann habt ihr hier zwei Daily Quest, macht immer die Genie's Lamp Quest. Die andere nicht, sonst könnt ihr das nicht mehr machen. So, Genie's Lamp angenommen. Dann gucken wir, wir sind Level 76. Das ist also im Levelbereich 71 bis 80. Ja? Und das geht so dann immer weiter. Nächstes Mal, wenn wir, sag ich mal, Level 83 sind, sind wir Levelbereich 81 bis 90 und so weiter. Das bedeutet, wir sind jetzt also 71 bis 80er Bereich, müssen also zu diesem Monster laufen, ja? Genau das machen wir auch jetzt einfach mal. So, genau. Jetzt sind wir da, Freunde. So, wir sind hier oben jetzt bei den Monster. Das sind halt Monster Level 71 bis 80. Die sind 71, das reicht vollkommen. Also, wir hätten jetzt auch bei 80er sein können und bla bla bla. Also, ne, das ist sehr entspannt. Jetzt müssen wir die einfach nur wegklatschen. Und man kriegt recht schnell diese Lamp gedroppt, die Dirty Lamp. We found the Lamp. Mittlerweile hier schon. Okay, perfekt. Jetzt geht das alles hier ruckizucki. Wir benutzen natürlich eine Special Return Scroll, weil wir sind richtig special unterwegs. Wir wollen nämlich Gas geben, Freunde. Aber man sieht hier auch Dirty Lamp bei uns hier im Inventar. Und jetzt wird es spannend, Leute. Warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, um eine Belohnung zu bekommen. Das können Stones sein, das kann aber auch Rüstung sein. Ja. Und, also, lasst uns einfach mal hoffen, Freunde. Lasst es uns einfach mal hoffen, dass wir jetzt was Geiles kriegen. Also wir gehen jetzt hier zum Daily Quest Manager wieder. Talk to this person, Genie's Lamp. Jetzt kriegen wir dafür eine Genie's Lamp als Belohnung. Die gibt uns noch nichts Besonderes, aber für die Lamp, jetzt kriegen wir was. Und zwar gehen wir jetzt zu den Homeless Genie. Das ist der Kollege hier, der braucht halt eine Lamp. Und dem geben wir eine Lamp. Jetzt gucken wir, was wir bekommen, Freunde. Hand the Lamp und boom. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Item bekommen. Auf jeden Fall ein Item bekommen, das ist schon mal ganz geil. So, wir haben hier das Item jetzt im Inventar und das ist ein Seal of Moon D9 Obe-Chest-Ding. Very nice. Mega geil. Also wir brauchen es zwar nicht, aber wir haben ein Item bekommen, was wir verkaufen können, verschenken können, durch einen Fleischwolf ziehen. Okay, Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial geholfen zu wissen, was ist Genie's Lamp und was geht damit überhaupt, ne? Was geht los da rein? Alles klar, in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.